Hallo und herzlich willkommen zurück in Indus. Wir haben inzwischen 3800 Einwohner, das heißt, das ist eine sehr gute Zahl, um zu viel Verbrechen. Deshalb protestieren die? Seid mal, habt euch mal nicht so. Aber wir brauchen ja 5000 Einwohner. Zu viel Verbrechen. Das kann ich schon eher verstehen. Und denn, wenn, dann würde ich ja gleich so eine Recyclingstation bauen, aber das funktioniert irgendwie nicht so. Bedeutet, wir brauchen Müllwagen. Und wo bekommen wir Müllwagen her? Das haben wir schon zu Genüge drüben gehabt. In der alten Folge. Oder ab nach Wenn. Das ist halt auch cool, wenn man halt mit mehreren Leuten spielt. Jeder kann halt irgendwas bauen und sich auf was spezialisieren. Und dann trägt man gemeinsam zu einem oder zwei. Ich würde gerne mit euch zwei Großprojekte bauen zusammen. Geschlossen. Geschlossen. Nein, aber nur geschlossen. Wir brauchen Müllwagen. Stadt Global. Oh, da können wir noch mehr Müllwagen bauen. So, stellen wir einen für drüben noch ein. Das ist in Ordnung. Und dann gehen wir nämlich hier rein. Und dann könnten wir nämlich nochmal sowas bauen. Noch ein. Und das andere ist der Müllwagen. Können wir hier noch was machen? Ich finde immer, das sollte das komplette Gebiet, was jetzt nicht bebaut werden kann, damit sollte das schon ausgeschildert sein. Und nicht immer so ein kleinen Scheiß. Zwei Müllwagen. So, das sind die, die wir letztendlich drüben brauchen. Das heißt, raus und zurück nach Indus. Bäm. Ich muss mal irgendwie so mal drehen. Mir gefällt diese andere Perspektive überhaupt nicht. So, was haben wir jetzt hier? Wir können halt hier nichts machen. Anfrage nach Gewerbe wird größer. Dann bauen wir nochmal so ein bisschen was. Und spulen wieder vor. Dauert hier sonst so lange. Spielhallepetitionen. Ich baue jetzt doch nicht noch eine Spielhalle. Oh, die haben inzwischen Arbeiter. Das heißt, wir müssen doch hier irgendwo hier das Lager jetzt bauen können. Guck doch mal. Da ist das Lager. Und wenn wir das Lager haben, dann nehmen wir ja sogar auch schon am Weltmarkt teil. Ich brauche halt bloß so ein bisschen Platz fürs Lager. Oder macht das Sinn, das hier hinten zu bauen? An den Schienen? Warte mal. Umschlagplatz. Das ist aber nur... Nee. Nee, das ist nur der Umschlagplatz, haha. So ist es. Wir brauchen jetzt Sachen. Wahrscheinlich ist deren Öllager voll. Lager voll, ne, war ja fast klar. Und wir brauchen letztendlich ein Lager für Öl. Babam. Papam. Und jetzt brauchen wir noch... Was cool wäre, wenn auch so wie bei den anderen Sachen, dass man dann das Lager schneller finden würde. So, wir brauchen Arbeiter. Wie spät haben wir es? 14? Oh. Also mit denen, die hat, der hat nicht genug Symbionts oder was? Oh, oh, oh. Nee. Hört auf. Doch nicht da. Das ist auch eine ganz blöde Idee. Was soll das? Oh, ah. Glück gehabt. Da kann man echt nur sagen. So,
Danke dafür, dass die Zahl der Einwohner, ja, 5000 erreicht. Alter, hatten wir ein Schwein. Die Straße ist kaputt. Wow. Das ist ja, das ist natürlich blöd. Da hatten wir wirklich Glück gehabt. So, LKW-Kapazität 500 Barrel Öl. So, brauchen wir denn noch einen? Brauchen wir denn gar nicht? Das ist ja jetzt Schwachsinn. Wir sind, selbst die Straße ist ja wieder ganz. Noch, ist ja noch größerer Schwachsinn. Wir hatten echt Glück gehabt. Nichtsdestotrotz könntet ihr doch. Genau. Und dann kann ich das doch handeln. Beziehungsweise ich kann es doch verarbeiten. Und zwar, das ist Kohlebergwerk, das ist Metall, das ist Schmelz und das ist. Ich glaube, das ist Kohle. Hier drüben. Handels. Nee. Hand nie. Alles klar. Kann es ja bloß noch eins sein. Prozessorfabrik. Was brauchen die denn? Kisten. Unterhalten sie 5 Industriegebäude mittlerer Stufe. Sie sollten zum Hauptlieferanten werden. Verwenden sie Legierung und Plastik, um Prozessoren herzustellen. Hä, was kann ich denn mit Öl machen dann? Kann ich mit Öl jetzt nur meine Kraftwerke bedienen? Dann kann ich es halt eigentlich nur verkaufen. Öl. Gar nicht wohin damit. Wir können aber nur bohren. Fürs Geschäfte machen haben wir keinen Möglichkeiten. So, stellen Sie eine Rohölzentrale. Was kann ich denn danach machen? Achso, Ölraffinerie. Und daraus wird dann Plastik gewonnen. Richtig? Hier brauchen Sie eine Öl ab bis jetzt 2800. Okay. Ja, das machen wir. Geht um den reinen Abbau, ist ja egal, ob wir es behalten oder nicht. Das ist ja Schwachsinn. Das brauchen wir ja nicht. Bei der Arbeit. So. Wir haben 3000 pro Tag. Ja, läuft. Die Dollarzeichen werden mehr in meinen Augen. Den Geruch von Rohöl. Ja, voll. Da ist noch jemand meiner Meinung. Trotzdem sagt meine Stadt immer wieder, ich habe ein paar Probleme. 350 gestern unterrichtet. Dann sollten wir jetzt doch noch einbauen. Und dann sollten wir auch zusehen, dass wir schnell Technikstufe erlangen, eine höhere. So, das grainen wir mal ab. Das ist nämlich nie verkehrt. Und dann bauen wir. Was hatten wir denn? Tourismusabteilung? Das ist meiner Meinung nach immer noch so das. Ah, die Bildungsabteilung. Wieso nimmt die so viel Platz ein? Wegen was denn, nutzen die nicht. Der Grund, keine Müllabfuhr. Ey Leute, ich habe euch doch Müll gekauft. Also das läuft doch. Was hat der? Wir finden keine Arbeit? Alter. Hört mal auf. Die Polizei fährt ja auch immer rum. Also hört mal auf jetzt. Sie sind ganz schön unzufrieden. Ach so, wir können. Oh, wir haben Geld. Straßenupgrades. Straßenupgrades. Vielleicht wachsen die deshalb auch nicht so. Das wäre halt so eine Variante. Ich will zumindest die mittlere Stufe haben. Ja,
Jetzt weiß ich wieder, warum das so eine schlechte Idee war. Diese ganzen Popelstraßen zu bauen. Mach mal schneller hier. In der Nacht passiert immer nicht so viel. Blub, 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 blub. So und so und so und so und so und so. Bitte. Ruhe. Ruhe. Straßenbahnstraße. Geht das? Hundertprozentig nicht. Guck mal. Hä? Das ging doch bei der vorigen nicht. Das ging doch da drüben nicht. Ich konnte es doch da. Mann. Ah, jetzt weiß ich. Oh, ich hab mich gerade gewundert, woher. Hä? Schon wieder? Wieso sind so viele verletzt auf Arbeit? Und zu Hause, ja? Zu Hause passieren die meisten Unfälle, merkt euch das. Aber wir haben einen Krankenwagen. Alles gut. Wie viel Barrel haben wir? Wir haben jetzt nach 5 Stunden. Ja, gut, das kriegen wir hin. Das sollte eigentlich reichen. Vorrat für 14 Monate. Wie viel ist denn ein Monat? Ich sag nicht, ein Monat ist nicht eine Tag-Nacht-Phase, oder? Was sagt denn Ölmania? Da ist noch genug da. Da hinten würde ich halt gerne abbauen. Aber da ist so weit weg. Da war ganz gut. Es ist natürlich jetzt ein bisschen unclever, so viele schon zu setzen, weil ich das einfach nur roh verkaufe. Eine Raffinerie ist natürlich immens wertvoller. Ölzentrale in der Raffinerie. Also ich muss ja noch eine Abteilung für bauen. Wieso habe ich hier nur 1775? Da guckt man, wie schnell das ansteigt. Aber der ist. Achso, guck mal, das. Achso, das ist immer hier so unterschiedlich. Ich verstehe. Was ich noch nicht verstehe, ist der 2300. Ja, ach, wir kriegen das schon hin. Positiv denken. Ja, und das Öl fließt ja. Kann ich das auch nochmal auf? Nee, das ist ja das gleiche wie das. Okay. Zusätzlicher Tank, Lastwagen, der das Rohöl zur Raffinerie im Öllager oder Ölkraftwerk transportiert. Okay. Ja, ist ja gleich hier vorne. Ich brauche ja kaum weit wegfahren. Blub, 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 blub. Guckt euch den Weg an. Wow. Das ist schon sehr anstrengend. Das war jetzt aber anstrengend. Der kann eigentlich gleich draußen bleiben und gleich weiterfahren. Gymnasium-Petition, na bitte. Oh, wir bauen hier vorne aus. Das erfreut mein Gemüt sehr. Und wir können auch nochmal sicherheitshalber, weil das ist ja das, was ich auch immer als 60.000, na gut, sind da fast dran, ne? Wind. Okay, die haben Geld. Und da will natürlich keiner wohnen. Oh, hier vorne ist aber nur viel los. Die Gebäudekarte. Wieso sind die hier so rot? 80 Zufriedenheit. 22 Zufriedenheit. Tendiert zum Auszug. Unzufrieden. Nicht lohnenswert. Was ist mit euch los? Ich musste wahrscheinlich eher sowas auf Schmutz gehen, ne? Dachte ich mir schon. Aber gut, das ist so.
Man muss halt Kompromisse eingehen. Auch in Zeiten der Revolution. Vor allem das der Ölrevolution. Wie schaffen die 9000 gar nicht? Mit wachsender Einwohnerzahl tendieren die Sims immer mehr zum Reihenhaus als klassische Alternativen zum Apartment. Ja, das ist doch okay. Da. Naja, der Aufschwung macht's. Was hat er jetzt? Eine Ölraffinerie. Ja. Mach ich doch. 5 Level Treibstoff pro Stunde. Stellen Sie eine Ölraffinerie her. Ich will. Aber das hier. 5400. Das heißt, ich muss noch mehr. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. Pumpt, ihr Türme, pumpt. Pumpen die eigentlich auch die Nacht durch? Wow. Der Wagen hat ganz schön zu tun. Und der bringt das jetzt weg auf den Weltmarkt. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Was bauen wir davon? Wir haben gesagt, wir wollen ein Gymnasium. Gymnasium. Nee, doch, Gymnasium. Hochschule. Was haben wir denn drum gebaut? Haben wir da auch eine allgemeine Hochschule gebaut? Wir haben eine Hochschule gebaut. Gymnasium. Was brauchen wir? Sorgen Sie für 1200 Schüler und Studententag in der Stadt. Alles klar. Das kriegen wir hin. Wir bauen das hier hinten hin. Wir haben halt hier Platz und ich bin eh schon wieder mit der Vermutung, na, dass das. Dann sind die auch so ein bisschen happy und die bauen halt schöne Wohnungen und das haut schon hin. Wir haben sogar am neuen Tag gebaut, das heißt, das ist sehr gut. Wir arbeiten auch die Nacht durch. Das heißt, hier passt es. Ich weiß ja nicht, wie lange bei denen ein Tag ist. Ich möchte doch bloß das hier bauen. Das da. 1700. Verstehe ich nicht. Der Tag geht bei denen irgendwie anders los und. Also, nee. Aber immerhin 8300? Ist okay. Ja, wir müssen nur so ein bisschen aufpassen, wahrscheinlich gegen Smog oder irgendwas, was dann halt rüberziehen kann nach Wenn. Da habe ich auch wieder mehr Kranke. Ja, mach das nicht mit mir auf dem Stream. Ja, das geht so nicht. Das ist ja auch krass, wenn jemand auf einmal bei dem anderen einfach den Strom sagt, nö, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Gib mir mal ein bisschen was. Ja, das wäre ganz schön dabei ist. So, 7400 haben wir hier. Hier haben wir 3300. Die sollten das trotzdem hinkriegen. Bin ich mir ganz sicher. Ein Kurzschluss, oh je. Was? Und fällt weg? Alter, hier vorne ist ein Kurzschluss. 3000, ach 3000, so 320, so 160. Trotzdem, wir gewinnen Einwohner, das ist wie immer wichtig. Wir brauchen Arbeitskräfte. Arbeitskräfte, das finde ich immer noch so ein bisschen positiver als Arbeiter. Arbeiter ist irgendwie so, Aber Arbeitskraft, das hat so was Energisches, was mit Ziel, was, was Kräftiges. Schön. 8000 hier. 5100. Der fängt irgendwie anders an zu zählen. Kannst du mir erzählen, was du willst? So, und Hauptsache, ich verkaufe das Barrel immer noch auf dem Markt. 1000 wieder geliefert. Er holt die 1000 wieder ab und bringt sie weg.
Und tschüss, 1000 Level Öl. Und tschüss. Oh Mann. Das Gute ist aber, das ist jetzt halt so ein Fluss. Eigentlich wäre eine Pipeline noch günstiger. So weit weg ist es nun auch nicht. Aber wir haben das hier gleich zusammen und das ist fantastisch. Jetzt, wo wir Wasser haben, kann ich mich endlich duschen. Entschuldigung. Was soll das heißen? Wenn wir eine Uni bauen, könnten wir zum großen Bildungszentrum werden. Alle Studenten würden mich hierher strömen. Das ist mein Ziel. Das machen wir auch. Aber erstmal müssen wir halt die Grundlage schaffen. Hier ist auch immer noch Abwasser. Abwasser. Ja, gut. Das geht noch. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Oder ist das hier so schon so am Pumpen? Ja, es geht noch. Noch fließt die Kacke. Ich will für einen Bahnhof geben. Was? Nee, danke. Lass mal. Ich will keinen Bahnhof und auch nicht eine 210. Gerade noch nicht. Die Sims sind manchmal so. Sind das hier? Doch, das müssten hier trotzdem die Sims sein. Nichtsdestotrotz. Rechner auf einem Fuß, 3 Stück. Das ist derzeit noch abgedeckt durch 2 Wagen. Also ich finde das noch in Ordnung. So, jetzt kommt hier. Nur noch 1000. Kann er den Wachstum förmlich sehen? Blub, 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 blub. Ja, wenn Ölpumpen so einfach wäre, beziehungsweise wenn man so einfach neues Öl herstellen könnte, das wäre was. Oder wenn es halt nicht so umweltschädigend wäre. Ich sehe gerade, wir überziehen gerade, meine Güte. Wenn es euch gefallen hat, wir bauen gleich die Petition in der neuen Folge. Bis dahin, lasst gerne einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr beim Stream dabei sein wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.